Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpuppentipps von mir. Ich bin Hannes und in diesem heutigen Video geht es um das Thema Behausungen für Handpuppen. So, damit du mich mal ein bisschen besser sehen kannst, schiebe ich mir mal diese Behausung, die ich hier für dich einmal ausgesucht habe, ein bisschen zur Seite. Das Thema Behausung, das ist immer wieder Thema auch bei mir in Handpuppen-Workshops und ich würde das Thema gerne einmal mit dir teilen, denn nicht jeder, der eine Handpuppe hat, hat auch eine Behausung, beziehungsweise jemand, der sie in der Praxis einsetzt. Ich persönlich finde es wichtig, dass eine Handpuppe ein Zuhause hat und das sollte nicht der Schrank sein in der Gruppe oder der Schrank halt im Materialraum oder das Regal im Materialraum. Ich persönlich finde es immer schöner, wenn eine Handpuppe aus einem Zuhause, wie beispielsweise hier einer Kiste oder einer Tasche, herauskommt und dort auch heraus bespielt wird. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Behausung für Handpuppen zu finden, zu bauen. Ich habe mal irgendwann angefangen bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei eBay selber, mir alte Taschen rauszusuchen und habe sogar einen alten Koffer gefunden. Und ich finde, so eine Tasche oder so ein alter Koffer ist was ganz Tolles. Das ist irgendwie was nicht alltäglich ist. Es hat einen ganz besonderen Charme. Und beispielsweise für meinen Opa Erich, den ja einige kennen und den du vielleicht sogar auch kennst, habe ich mir mal einmal diesen Koffer bei eBay gestanden, möchte ich sagen. Und den hatte ich auch bei meinem wirklich ersten Auftritt vor geraumer Zeit, und zwar 2012, hatte ich den mit. Da hat mein Opa drin gelebt. Der war damals nur alleine unterwegs. Heute ist er ja mit 11 unterwegs. Ne? Und dann habe ich den Koffer dann auf den Tisch gelegt, den ich da extra bereitstehen hatte, damit das wirklich auch eine Art Bühne für ihn ist, habe dann den Koffer hingestellt, habe den aufgemacht und dann kam dann der Opa dann heraus. Das heißt, die Klappe ging dann Richtung Publikum auf und das ist halt eine Möglichkeit, auch die Spannung noch ein bisschen aufrecht zu erhalten. Das mache ich auch beispielsweise ganz gerne bei meinem Mutzel. Der Mutzel, der lebt ja, also der Zwerg, der Rosenzwerg, der lebt ja in dieser Kiste. Und da mache ich das dann auch ganz gerne einmal, dass ich diese Kiste in die Gruppe reintrage. Ja, weil der hat es gerne dunkel und deswegen ist er dann in dem Materialraum. Ich weiß, es ist nicht günstig, aber wenigstens hat er eine Behausung. Also ich trage die Kiste in die Gruppe rein und dann, wenn die Kinder die noch nicht kennen, dann fragen die natürlich, was ist denn das? Was ist denn da drin und so? Und dann sage ich dann, setzt euch mal wie im Theater so auf den Boden, dann kann ich euch mal zeigen, was da drin ist. Und dann sind die oft schon ganz gespannt und dann setzen sie sich dann hin und mit großen Kinderaugen und oh, was ist da wohl drin? Und dann fange ich als erstes an und öffne ganz vorsichtig den Deckel und mache den dann wieder nochmal zu. So nach dem Motto, dass ich mich so ein bisschen wundere oder vielleicht auch manchmal erschrecke darüber, was denn da drin ist. Und manchmal gibt es auch Kinder, die fragen sogar, was steht denn hier vorne drauf? Das ist natürlich jetzt mein Firmenschriftzug. Nicht zu verwechseln mit der Firma Living Puppet. Da ist der kleine, feine Unterschied nämlich hier zu sehen. Wer die Firma kennt, weiß es. Also bitte nicht damit gleichsetzen. Ich mache auch keine Werbung für dich. Da fragen die manchmal nach und dann sage ich, was da drauf steht. Ne? Also steht dann halt drauf, Vorsicht, lebende Puppe. Je lebende Puppe? Und dann sind sie schon ganz neugierig. Ne? Und da kommt dann halt der Mutzel raus. Manchmal sitzt er dann auch erst noch in der Kiste drin, weil er sich halt nicht richtig raustraut. Und dann setzt er sich dann auch auf diese Kiste meistens drauf, weil das auch eine super Sache ist, eine kleine Bühne zu schaffen, wenn man beispielsweise auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Boden sogar sitzt, dann kann so eine Tasche einfach nochmal eine kleine Erhöhung sein, die diese Puppe noch ein bisschen höher rückt, auf die Bühne des Geschehens. Ja, das ist eine Kiste, die ich selber gebaut habe, das ist eine sogenannte Nagelkiste.
Die ist ziemlich schwer. Also wenn ich so eine nochmal bauen würde, dann aus dünnerem Material, auch wenn es schon das dünnste Material ist, was ich im Baumarkt bekommen habe, was zu erschwinglichen Preisen zu haben ist. Also das ist wirklich günstigstes Holz und ja, dann würde ich es nicht nochmal so bauen. Ich würde das Material wesentlich dünner mir besorgen. Das Problem ist allerdings, dass man das dann selber machen muss. Wer die Möglichkeit hat, solche Leisten aufzutrennen, der kann das gerne machen. Also wie gesagt, eine ganz einfache Nagelkiste. Super Sache finde ich, ist was Eigenes, was Individuelles und etwas, was ja auch nicht ganz alltäglich ist. Das hat ja auch sowas von einer Schatzkiste, würde ich jetzt sagen. Also wie gesagt, super Sache. Ich liebe diese Kiste, auch wenn sie schwer ist, ne? Und ich sie schwerlich mit einer Hand tragen kann, aber wenn ich das mache, dann beschwert sich Mutze sowieso immer, weil ihm dann immer ganz schlecht wird, weil er dann so viel hin und her schaukelt. Eine andere Möglichkeit ist noch so eine alte Tasche sich zu nehmen. Das ist auch immer ganz schön. Die bekommt man auch ab und zu noch bei eBay. Und ja, daraus kann man dann auch wunderbar bespielen. Da wohnt zum Beispiel meine kleine Jenny drinne. Beziehungsweise bei mir heißt sie ja Shelmy. Wohnt da drinne. Und ja. Dann noch eine weitere Möglichkeit, die allerdings nicht für menschliche Handpuppen geeignet ist, ist so eine Holzkiste. Da wohnt zum Beispiel ein Geburtstagsigel drin. Das ist eine ganz einfache Holzkiste aus dem Baumarkt, die ich dann selber dekoriert habe, alleine. Man kann sowas natürlich auch gerne mit Kindern gestalten. Ich habe die Kiste angemalt mit Acrylfarbe, habe mir dann noch Filz besorgt, den ich hier passend zugeschnitten habe. Das ist nämlich so ein oder soll so eine Art Koffer sein, womit der Geburtstagsigel auch auf Reisen geht. Das ist übrigens der Herr Waldmeister von der Firma Living Puppets. Und habe mir dann noch aus dem 1-Euro-Laden so Blätter besorgt und die dann einfach draufgeklebt, passend. Und er hat natürlich innen drinne auch noch ein kleines Blätterbett. Ich finde es eine super schöne Sache. Diese Kisten kosten so roundabout 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Plus Filz und ja, innen drin hast du ja gesehen, ist auch nochmal schwarzer Filz. Finde ich persönlich auch nochmal ganz schön. Weil, wie gesagt, Igel haben es auch gerne dunkel. Ne? Finde ich auch nochmal ganz schön, weil das nochmal ja, so ein bisschen edler ist auch innen drin. Ne? Du kannst natürlich auch gerne einen anderen Stoff nehmen. Die Mutzelkiste ist übrigens auch innen drin mit Stoff ausgekleidet, damit auch der Handpuppe selber nichts passiert, weil diese Kiste, beziehungsweise das Holz ist, wenn man es nicht bearbeitet, ist es wirklich sehr rau. Also auch ein bisschen Schutz für die Puppe. Immer zu empfehlen. Ja, dann habe ich mir vorne noch so einen Tragegriff dran gemacht. Ich habe hier natürlich nicht wirklich ein Verschlusssystem. Das heißt, wenn ich den wirklich aufrecht tragen würde, das heißt so, dann würde die Klappe würde dann leider aufgehen. Ne? Also da werde ich vielleicht irgendwann nochmal mich dran setzen und dann noch eine richtige Gurte machen. Aber im Prinzip reicht das so, weil der Koffer soll ja schnell aufgehen, wenn man den jetzt Geburtstag feiert. Wie gesagt, das ist die Behausung von dem Igel, Geburtstagsigel. Eine ganz schöne Sache. Ich blende nochmal gleich am Schluss dieses Videos noch ein paar Fotos ein, beziehungsweise zwei oder drei Fotos ein von Behausungen, die ich mal gebaut habe. Beziehungsweise zum einen die aktuelle Kiste, mit der ich auf Tour gehe, wenn ich mit Erich und Elfriede unterwegs bin. Und dann noch ein Haus von einem Geburtstagskobold. Ich hoffe, ich finde dieses Foto, aber ich müsste es noch haben. Wenn nicht, verzeih mir bitte. Wenn du es natürlich noch einfacher und günstiger haben willst, dann kannst du natürlich auch gerne eine Pappkiste dir nehmen, beziehungsweise einen Pappkarton in der passenden Größe. Für die menschlichen Handpuppen empfiehlt sich das beispielsweise, wirklich einen stabilen Karton zu nehmen oder vielleicht auch sogar eine Kiste mit Deckel, irgendeine schöne Kiste mit Deckel. Die kann man dann natürlich gerne auch selber mit Kindern gestalten, Filz schön auskleiden, man kann die mit Stoff auskleiden. Das Schöne ist bei Holzkisten wirklich, dass man es dann auch festtackern kann und da können die Kinder dann auch besser helfen, als wenn man da mit der Heißklebepistole, so wie ich das
bei manchen Projekten dann auch mache gerne, also beziehungsweise bei manchen Behausungen, wie hier beispielsweise, oder auch bei dem alten Koffer habe ich nochmal eine schöne Innenverkleidung reingemacht, weil die wirklich innen drin sehr ranzig war. Man kann das Ganze auch mit Krepppapier bekleben, man kann das Ganze bunt anmalen lassen mit Fingerfarbe. Da würde ich allerdings empfehlen, wirklich nur von außen. Und ja, das Ganze ist dann ein Projekt, was auch schön ist, weil es verbindet die Kinder nochmal mehr mit der Handpuppe, die dann da drin wohnt. Und es ist, man kann das Ganze natürlich dann auch als kleine Überraschung verpacken, so nach dem Motto, ja, wir haben dir ein Zuhause gemacht und guck doch mal. Und ja, ist ganz über Sache. Also ich hatte auch schon, es gab, dass eine Handpuppe dann wirklich auch einen Briefkasten hatte und die Kinder dann auch ab und zu dann ein Briefchen an die Handpuppe geschrieben hat. Die muss dann natürlich auch regelmäßig da sein, weil sonst macht das Ganze dann keinen Sinn, weil sonst aus den Augen, aus dem Sinn, dann vergessen die Kinder die Handpuppe irgendwann. Ja, das waren hier meine, meine Behausungen, die ich hier noch ins Bild reinbekommen habe, muss ich ja sagen, weil die sind doch schon ziemlich groß und mein Platz ist hier leider begrenzt. Wenn du noch weitere Ideen hast für Behausung oder wenn du sogar noch Fragen hast zu Behausung, dann schau doch mal bei uns im Handpuppenforum vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, beziehungsweise wir würden uns sehr freuen, ich muss da auch für das Team sprechen des Handpuppenforums, wir würden uns sehr freuen, wenn du dich anmeldest und auch dann dich mit beteiligst bei den Themen, die schon entstanden sind. Oder vielleicht, wenn du sogar eigene Themenideen hast, sind die herzlich willkommen. Dann war es das von mir an dieser Stelle. Ich freue mich, dass du reingeklickt hast und bis zum Ende durchgehalten hast. Jetzt gibt es noch die Fotos und ich sage dann Tschüss, alles Gute, dein Hannes.